Ja, herzlich willkommen beim zweiten Teil des Tutorials. Hier möchte ich den Rumpf jetzt nochmal neu konstruieren, weil der hier nicht so ganz passt mit dem Servo. Und da ist mir noch was anderes aufgefallen, auch hier unten beim Akku. Da könnte der ein bisschen breiter sein oder tiefer. Und dann ist noch eine Sache aufgefallen. Hier hat der Rumpf so einen komischen Schwung. Hin ist er größer, da müsste also noch ein Spant einkonstruiert werden. Das zeige ich dann auch kurz, wie man das macht. So, den Rumpf, den lösche ich jetzt nicht, sondern den lasse ich erstmal bestehen. Und zwar möchte ich diesen Spant hier erstmal konstruieren. Wir machen dazu die Tragflächen aus, die brauchen wir nicht. Das hier kann ruhig alles anbleiben. Die Spantenkonstruktionen, das sind diese hier. Bis Spant 3.1, das ist dieser. Und da muss jetzt noch ein Spant reinkonstruiert werden. Zeige ich mal kurz, wie man das macht. Wir suchen uns erstmal eine Skizze raus, die da überhaupt für den Spant gedacht war. Wir wollen nicht die Skizze, die will ich nicht haben. Ich will die Ebene haben. So, die können wir zum Beispiel nehmen. Ach, die sieht doch ganz gut aus für den Spant. Vielleicht soll ich die. Nee, die machen wir nochmal. Die verschieben wir ein bisschen. Das heißt, Ebene 6. Die als Versatzebene, die schiebe ich genau dahin, wo dieser Rumpf so dünn ist und wo er dicker werden muss. Kann man noch ein bisschen rüberschieben. Eigentlich ist das da. Und das nehme ich jetzt. Okay, da haben wir unsere Ebene konstruiert. Da kommt jetzt ein wieder so ein Dings in so eine Ellipse. Wir machen uns die Seitenansicht an. Jetzt können wir diesen Rumpf hier auch ausblenden. Und da soll dieser Spant einkonstruiert werden. Okay, da wird eine neue Zeichnung generiert. Da haben wir sie. Und jetzt machen wir noch die Servos und das erstmal wieder aus. So, das soll ja irgendwo hier hin, aber ein bisschen breiter. Das heißt, wir erzeugen wieder eine Ellipse. Und da machen wir jetzt die anderen Spantenkonstruktionen mal aus. Aus mit denen. Und die Zeichnung hier habe ich an. Da können wir wieder schauen. Schauen wir mal von ungefähr vorne oder von so. Genau, da sieht man, wie er werden soll. Das heißt, ich verschiebe erstmal diese Ellipse. So sieht die eigentlich ganz gut aus. Und dann können wir die noch so breit machen, wie das hier in dieser Ansicht ist. Das heißt, selektieren, aufziehen. Ja, das sollte passen. Nochmal kurz drüber blicken. Der ist ein bisschen verschoben. Das ist jetzt wieder dieser Punkt hier. Rechte Maustaste verschieben. Diese Funktion. Dann wieder auswählen diesen Punkt. Und dann kann man hier bei Y einfach 0 eingeben und dann ist der schön in der Mitte. So, jetzt habe ich noch diesen Spant hinzukonstruiert. Wir können die Skizze fertigstellen. Das ist diese hier. Und die nenne ich jetzt einfach mal Spant 3-2. Ich kann die auch hier nach oben ziehen. Dann können wir die dahin packen. Das mag er jetzt nicht. Warum nicht? Normalerweise geht das. Nee, mag er nicht. Ja, dann müssen wir es so machen, wie es jetzt ist. So, die Zeichnung kann ich erstmal wieder rausnehmen. So, wichtig ist, wenn ich das jetzt konstruiere, gleich diese Fläche, dann möchte ich halt wissen, wie groß das Servo ist. Also Servo muss rein. Dann möchte ich den Akku drin haben. Ich möchte die Zeichnung der Tragflächenkontur drinnen haben.
Und ich musste noch was aktivieren, gerade mal überlegen. Was macht noch Sinn? Genau, diesen Cutout hier, den möchte ich auch sichtbar haben, weil da kann ich dann sehen, damit das da vernünftig rausgeschnitten werden kann. Okay, so, jetzt mache ich erstmal gehen wir wieder auf diesen Flächenmodus hier. Man sieht, die werden jetzt grau dargestellt, aber man kann sie trotzdem für die Konstruktion benutzen. Erstellen einer Erhebung. Schauen nach, haben wir alle Spanten an? Jo, haben wir. Okay, da fangen wir an. Also, erster Spant. So, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man auch wirklich den Spant trifft. Zweiter Spant. Dritter Spant. Vierter Spant. Fünfter Spant. Und der letzte Spant. Hier, das ist nicht mehr ganz so. Ist immer noch ein bisschen, aber nicht mehr ganz so stark. Dann können wir hier die Flächen wieder auf 16 und 16 stellen und können jetzt anfangen, dieses Objekt zu verändern. Okay, das machen wir erstmal genauso, wie wir es vorhin oder wie wir es im ersten Beispiel auch gemacht haben. Erstmal die Symmetrie definieren. Das heißt, ich deselektiere erst einmal alles. Wir gehen auf Symmetrie, spiegeln intern. Markieren zwei der Flächen, damit ist die Symmetrie definiert. Dann Form bearbeiten, der und der. Die sollen jetzt erstmal nach außen gezogen werden, aber da können wir gleichzeitig die ein wenig nach oben ziehen. Das kann man hier dann ganz nett sehen, wo die denn hin müssen. Machen wir es so, okay. Jetzt ziehen wir die nach außen. Und da sehen wir das Servo. Und dann sieht man, ja, das könnte so schon da reinpassen. Also wenigstens in diesen Part. Aber wir können das gleich noch ein bisschen rüberziehen, das Servo. Aber ich mache das ruhig noch ein bisschen breiter. So. Der Rumpf hat jetzt also eine richtig schöne Aufstandsfläche hier. Und dann machen wir das hier auch noch ein bisschen breiter. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, das sind die. Und dann gucken wir uns das hier nochmal an mit dem Servo. So, das sieht schon mal ganz nett aus. So, was jetzt wichtig ist. Wenn wir hier von der Seite gucken, also das kann man hier auch ruhig bei den benannten Ansichten dann auch vorne stellen, dass eben diese Tragfläche da auch wirklich reinschneidet, damit ich möglichst groß den Ausschnitt hinbekomme. Das sieht jetzt ganz gut aus. Und ich will das jetzt auch hier gar nicht runtersetzen, vielleicht sogar hochsetzen, nur nicht zu viel. Heißt der und der. Und dann können wir wieder auf das Bearbeiten hier gehen. Dann kann man die jetzt nach oben setzen. So, und dann darf das aber auch nicht zu hoch werden, dass eben dann das nicht mehr richtig da reinschneidet. So, wir gucken mal nochmal von vorne. Gucken wir mal nach. Ja, hier, das ist nicht so gut. Das heißt, wir machen das lieber wieder rückgängig. Kann ich, glaube ich, jetzt auch Steuerung Z drücken. Ja, dann haben wir es wieder. Versuchen wir es mal damit. Und man kann jetzt auch hier hinten, da, das gefällt ja auch nicht so recht. Das heißt, dann nehmen wir den Punkt hier. Wieder Ansicht von vorne.
bewegen. Das hat er jetzt nicht gemacht. Dann markieren wir den nochmal. Den bitte. Ansicht vorne. Ach, das kriegt er nicht hin. Ach, okay, dann machen wir das so. Ansicht bearbeiten. Nee, das geht nicht so recht. Okay, lass mal so, wie es ist. Okay, wir sagen hier okay und beenden die Formbearbeitung. So, den Cutout können wir jetzt, kann man ruhig drin lassen, weil da müssen wir jetzt im Moment, aber die bei den Zeichnungen machen wir die traglichen Kontur aus. Jetzt muss ich erstmal hier wieder Flächen reinmachen, vorne und hinten. Das machen wir, indem wir hier auf Basiselement Fläche wechseln, eine neue Fläche. Man selektiert einfach hier, neue Fläche ist da, okay. Dasselbe machen wir hier hinten, Basiselement Fläche, du und okay. Ich habe zwei neue Körper hinzu, das heißt, wir haben den Rumpf und die beiden Flächen. Jetzt geht es wieder über die Funktion Heften und wir selektieren den Rumpf, wir selektieren die Fläche, das wird grün. Okay, das ist geheftet. Und dasselbe machen wir hier hinten. Heften, Rumpf, Fläche. Okay, jetzt schwupp ist das zum Körper geworden. Ist kein Flächenkörper mehr, sondern ein Volumenmodell. Man sieht hier, da ist immer noch ein bisschen der Akku. Der muss ein bisschen nach oben gesetzt werden, aber das ist problemlos möglich. So, jetzt machen wir hier erstmal wieder die Aushöhlung des Rumpfes. Dazu wechseln wir wieder auf Basiselement Volumenkörper und die Funktion, die jetzt genutzt wird, heißt Schale. Das ist die hier und dann können wir das selektieren und auch hier hinten und nach innen, das ist korrekt, und 0,8 mm soll die Wandstärke sein. Und dann hat der Rumpf jetzt seine Wandstärke bekommen. Dann können wir dieses Cutout hier raus trennen. Das machen wir aber anders. Da gehen wir hier Steuerung C, Steuerung V. Den haben wir hier unten und den auch Steuerung C, Steuerung V. An dem müssen wir erstmal OK drücken. Dann können wir den Körper auch noch kopieren. So, ausblenden. Den auch ausblenden. Und jetzt möchte ich hier den neuen Rumpf, also diesen Ausschnitt dort einbringen lassen. Einmal OK drücken und dann geht's. Wir selektieren den Körper, kombinieren, wechseln auf Ausschneiden und selektieren diesen Cutout hier. Und da sieht man, das gibt jetzt einen schönen Ausschnitt. Sieht ganz gut aus. Und einmal OK drücken und dann ist der Rumpf entsprechend ausgeschnitten. Jetzt kann man hier das Servo, das passt so, wie es da ist, rein. Hier ist es ein bisschen, aber man kann das noch ein ganzes Stück rüberziehen. Da ist ein bisschen Spiel. Das heißt, das Servo wird selektiert und verschoben. Verschieben, da haben wir verschieben. Und dann kann man das einfach hier nehmen und da so rüberziehen. Und dann passt das so da rein. So, das ist auch hier genau, das ist ja an die Tragfläche angepasst. Ist das so da drin. Der Akku, der steht hier ein bisschen über, aber da haben wir auch noch ein wenig Spiel. Obwohl, so viel ist das auch nicht. Wir gucken mal von vorne, machen den Rumpf mal kurz aus. Ja, so viel ist da nicht. Aber wir können ein bisschen nach vorne ziehen, den Akku. Und das mache ich jetzt mal gerade. Akku. Machen den Rumpf wieder aktiv. Akku verschieben. Den aus. Akku verschieben. Der ist noch hier verschoben. Können wir nochmal neu machen. Verschieben. So, dann sieht das so aus. Dann machen wir den Körper nochmal an. Also den Rumpf. Ja, das sieht jetzt gut aus.
Wir können mal gerade deselektieren den Rumpf, das heißt den Akku. Ah, der steht da immer noch ein bisschen raus an beiden Seiten. Ja, okay, ist auch. Man kann den Akku bestimmt noch ein bisschen quetschen. Okay, wird schon irgendwie passen. So, jetzt haben wir den neuen Rumpf fertig. Und ich kann jetzt die Tragflächen wieder anzeigen lassen. Das haben wir die, den Kohlestab und die rechte Tragfläche. So, da werden die Querruder mit diesen Kohlestäben halt bewegt. Und hier unten, da kann man jetzt mal reinschauen. Beziehungsweise wir machen die eine Tragfläche mal weg. Ich weiß jetzt nicht genau welche. So. Also das Servo könnte sogar noch ein Stückchen rüber. Also wir machen diese Tragfläche und die wird aktiv. Und dann sieht man hier, da ist der Ausschnitt drin. Und da wird dann, da machen wir den Rumpf auch noch, deaktivieren wir auch noch. Und da sieht man, das Servo hier, das würde genau darauf wirken können. Man könnte den Ausschnitt hier noch ein bisschen größer machen. Kann man, muss man aber nicht. Okay, also wir haben jetzt den neuen Rumpf und die Tragflächen soweit fertig. Beim Rumpf kommt jetzt als nächstes die Konstruktion des Leitwerkes. Da möchte ich an sich gern ein T-Leitwerk drauf machen und auf dem T-Leitwerk dann auch das Höhenleitwerk. Seitenruder wird bei dem Ding hier nicht angesteuert, das ist unnötig, aber Höhenleitwerk natürlich ja. Und im späteren Verlauf möchte ich auch noch in diese Tragflächen entsprechende Löcher reinmachen für einen Holm, dass man da mindestens ein oder zwei Holme reinsetzt, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird. Und dann müssen wir uns noch überlegen, das Höhenrudersavo muss auch hier irgendwo rein. Das heißt, da kann man jetzt einfach mal schauen. Ich kopiere dieses Servo hier und dann können wir das erstmal drehen. Das heißt, wir haben das hier, bietet das auch direkt an zu verschieben. Und dann kann man hier sagen, was möchte man denn überhaupt machen? Wir wollen das Ganze drehen. Das hat jetzt nicht geklappt. So, das ist das Servo hier. Verschieben, kopieren. Das möchte ich drehen. Warum das jetzt nicht geht, weiß ich nicht. Ich mache jetzt erstmal die Tragflächen aus. So, wir haben hier zwei von den Servos. Wir müssen das erstmal verschieben. Verschieben und zwar so. Dann können wir es jetzt erstmal drehen. Wir müssen eine Achse auswählen, um die wir drehen. Da können wir jetzt wieder eine Zeichnung selektieren. Ich muss mal gerade schauen, welche wir nehmen. Rumpf. Wir sind auf Körper, nicht auf Zeichnung. Da müssen wir hin. So, ich denke mal, die nicht. Die möchte ich gerne. Und da selektiere ich jetzt diese Fläche und dann kann ich das Servo hier entsprechend drehen. Um 90 Grad. Und okay. Gehen wir kurz mal in die Aufsicht. Aufsicht von oben. Das ist jetzt hier noch ein bisschen gedreht. Das müssen wir dann auch noch um eine Fläche drehen. Das heißt, rechte verschieben, kopieren, drehen, Achse. Da kann man jetzt auch diese hier nehmen. Das ist aber das falsche Servo. Ich habe das falsche Servo gedreht, also nicht weiter schlimm. Das ist dann jetzt das Querruder-Servo und das hier ist das
Höhenruderservo geworden. Das heißt, das möchte ich drehen, verschieben. Und zwar drehen Achse um diese Achse hier. Gucken wir uns das nochmal an. Von oben. Das ist so blöde, das Programm. Verschieben. So sieht das ganz gut aus. Das nehmen wir jetzt so. Dann können wir nochmal auf Verschieben gehen. Hierhin. Jetzt drehen wir das Servo dahin. Da sieht man das jetzt auch besser, dass das nicht ganz gerade ist. Muss es auch nicht sein. Das ist ja eigentlich nur ein Teil, mit dem man schauen kann, wie es denn reinpasst. So, wir ziehen jetzt das Servo nach unten. Darf halt so nicht rausgucken. Wir blenden das eine Servo jetzt mal wieder ein. Das sieht ganz gut aus. Das passt. Und dann können wir das so übernehmen. Das ist jetzt nicht ganz gerade. Das ist aber wie gesagt relativ peng wie hops. Okay. Und das soll dieser Teil hier gewesen sein. Jetzt geht es halt später weiter mit, wie gesagt, Spanten, Löcher für einen Holm in die Tragflächen. Eventuell hier noch bei der, die Querruder müssen noch konstruiert werden, auf alle Fälle. Und da muss man sich auch Gedanken machen, wie man die denn am besten hier mit dem Kohlestab verbindet. Dass hier möglichst wenig Spalt ist, die aber vernünftig sich drehen können. Okay, eventuell müsste man hier noch so reinfräsen, dass die diese Querruder sich darin so drehen können wie in der Hohlkehle. Ist schon noch einiges zu tun, aber ich meine, sieht gut aus. Wie findet ihr es? Okay, sagt gerne, was ihr von meiner Arbeit denkt. Schreibt ein paar Kommentare an die Videos. Ob die nun gut oder schlecht sind, das ist egal. Hauptsache, sie helfen mir weiter. Okay, das war's dann soweit. Und dann wünsche ich noch viel Spaß beim 3D-Konstruieren und beim 3D-Drucken. Ciao!